immer in den großen Ferien war ich mit dem Zirkus unterwegs, weil meine Mutter Artistin war. Und da bist du sofort mit einbezogen als Kind. Beim Zirkus arbeitest du voll. Das ist so. Alle drei Tage woanders. Gell? Aber dadurch, dass ich dauernd mit Tieren zu tun hatte, habe ich einen besonderen Bezug. Wenn ich jetzt zum Beispiel Aquarell mache oder ein anderes Gemälde und es gelingt mir nicht, das ist nicht so, wie ich das gerne hätte, dann mache ich immer ein Tierbild, weil das gelingt mir immer. Ja, so, das ist der Hintergrund, warum meine Tierbilder verhältnismäßig gut sind. Ansonsten ist ja ein Elefant nichts Bedrohliches eigentlich. Nicht? Also, aber er reagiert halt auch und wird auch älter und krank, das ist klar, und da kann er nicht mehr gescheit beißen und so weiter. Ist halt so wie bei Menschen zum Teil auch. Das ist jetzt mit einer besonderen Technik gemacht. Also das heißt, ich habe versucht, mit einer Farbe trotzdem Farbe zu widerspiegeln. Ja, natürlich habe ich natürlich zu Pferden auch einen besonderen Bezug. Als ich so 5, 6 Jahre war, bin ich auf einen alten Hengst, der war vorher eingespannt, geritten ohne Sattel und hat bloß so einen Bauchgurt gehabt, wo einmal der Wagen angespannt war. Und der reitet so durchs Dorf, in den Stall, und plötzlich kommt ein anderes Fahrzeug mit einer Stuten. Und der riecht die Stuten und fängt an zu galoppieren, aber wir. Und ich bin natürlich ohne Sattel und mit dem Alter habe ich bloß noch an dem Bauchgurt festhalten können. Und natürlich ist der Bauchgurt immer weiter runter gerutscht. Und ich war dann am Schluss am Bauch gehängt und habe Angst gehabt, wenn ich jetzt loslasse, dann der dritte mehr. Gell? Und da war natürlich noch ein fünfter Fuß, der auch bedrohlich war. Und zum Glück hat dann der Kutscher von der Stuten den zur Rassau gebracht. Also das war auch so ein Tiererlebnis. Ja, also in München gibt es einen Jakobsplatz. Da steht halt die große Synagoge. Und der Jakobsplatz ist damals von Bussen angefahren worden. Und so in Anfang der 50er Jahre kamen auch die ersten Amerikanerinnen, sag ich mal, ältere Damen, sehr gut mit Schmuck und so weiter. Und die stiegen eines Tages aus und da fuhr jemand vorbei, und zwar mit einem Kinderwagen. Und in diesem Kinderwagen saß eine Gans mit einem roten Schleiferl und ein Bett gemacht, weil diese Dame hat ihr Kind im Bombenhagel verloren und sich eingebildet, diese Gans sei ihr Kind. Und die ist mindestens 10 Jahre in München, in Innenstadt rumgefahren. Ich kannte sie natürlich, jeder kannte sie, der da wohnte. Bei meiner Mutter hat sie die Wäsche hingebracht, die war ganz sauber. Aber die älteren Damen sahen die und liefen alle filmend und fotografierend hinter der Gans und hinter der Frau her. Und der Reiseführer ging in eine ganz andere Richtung und da plötzlich war die Damen weg. Und dann wurde es der alten Dame natürlich zu viel, also der Gansdame, und nahm ihre Handtasche und ging auf die los. Das war die Geschichte von der Dame mit der Gans. Solche Typen gab es nach dem Krieg sehr viele in München. Welche, der im Hochsommer im Pelzmantel sich vor Riegerpelze aufmachte und dagegen protestierte, und zwar Tag und Nacht. Oder es waren irgendwelche Architekten, die München neu aufbauten wollten, die stellten sich auf einen Schemel und erzählten den Münchner, wie eigentlich München wieder aufgebaut wird. Es wurde alles toleriert und es gehörte dazu. Diese Typen gehen heute halt unter vielleicht, nicht? Oder sie sitzen in Egelfing, in Haar. Und nach dem Krieg sind die auf der Straße. Dann die auf der Straße, ja. Da kein Mensch Zeit gehabt, weil es waren ja genügend Kriegsgeschädigte da. Nicht?
sodass man das gar nicht machen könnte. Wenn man heute sieht, wie die Soldaten von Afghanistan zum Teil zurückkommen und betreut werden müssen, da muss man sagen, also was die Lanzer und auch die Frauen mitgemacht haben, dann wäre halb Deutschland im Irrenhaus gewesen. Nicht? Das hat mich berührt, weil ich mir gedacht habe, das sind junge Männer mit Müttern, die dann eben nach Hause schreiben müssen, mach dir keine Sorgen, Mama. Ich war im Winter sehr gern. Man kann so schön mit dem Licht spielen. Da fällt mir jetzt auch eine Geschichte ein. Da war ich schon 6, 7 Jahre in der 2. Klasse in München. Und da haben wir damals immer so Schneeburgen gebaut, wo man mit dem Bob runterfahren konnte, mit so kleinen, war ganz große Mode. Und natürlich, mitten in der Stadt haben wir dann auf irgendeinem Grundstück, haben wir das dann aufgebaut und dann ist der Hausmeister hinten rausgekommen und hat uns vertrieben und das kaputt gemacht. Immer wieder. Und dann haben wir vom Lehrer, das weiß ich nicht genau, erfahren, dass inzwischen der Quadratmeter in München schon 10 Mark kostet in der Innenstadt. 10 Mark. Und dann haben wir alle gesammelt, bis wir 10 Mark hatten. Und dann sind wir dann so ein Dutzend Buben mit 7, 8 Jahren zum Rathaus marschiert und wollten für 10 Mark einen Quadratmeter kaufen, wo uns der Hausmeister nicht mehr vertreiben kann. Natürlich hat uns der Pförtner gar nicht durchlassen. So ist es leider nichts geworden. Wir sind dann wieder auf den Viktualienmarkt zurück. Und damals war es ja so, dass die Straßen und die Stadtviertel immer gegeneinander gekämpft haben. Das war halt so. Und wir haben die 10 Mark gehabt, dann sind wir in so einen Tierhandel gegangen und haben uns lauter Kunststoffröhren gekauft, die man bei Aquarien verwendet. Sind dann weitergegangen und haben uns Erbsen gekauft. Erbsen. Und dann sind wir mit solchen Backen, mit den Erbsen und mit den Blasröhren, sind wir dann auf die Nachbarn losgegangen. Das ist zur Geschichte des einen Quadratmeters.